Ich suche ja am Nordmeer immer noch einige von den Plattfischen zum Beispiel. Unter anderem die Doggerschabe suche ich schon seit langem und teste ja verschiedene Sandbänke, aber eben auch das Grundangeln hier auf Doggerschabe und Co. Und ja, da bin ich jetzt natürlich an einem der bekanntesten Orte mal wieder hingedüst. Und hier gucke ich mir einfach mal an, wie das denn so läuft und ob wir hier noch ein bisschen mehr Doggerschaben oder auch andere Plattfische rausziehen können. Ja, Grundangeln hier am Nordmeer funktioniert natürlich immer wieder ganz gut. Allerdings ist es so, dass das hier keine Stelle ist, wo man hier super hohe Frequenz hat. Nichtsdestotrotz kommt man hier doch immer wieder auch auf einen ganz guten Silberwert. Es ist recht entspannt. Wir sind ja hier mit drei Routen gleichzeitig unterwegs und dementsprechend geht eben auch immer mal wieder was rein. Zuletzt jetzt auch mehrfach schon wieder getestet hier an der Stelle, immer mal wieder hier hingedüst und einfach mal eine Stunde hier rumprobiert. Ich sag mal, es ist okay vom Silber her, wenn man hier auch eben ganz groß reingeht. Jetzt auch gerade aktuell wieder mit 4-0er Haken. Das Setup gucken wir uns gleich natürlich nochmal an im Detail. Ja, und was man natürlich auch bedenken muss, wir brauchen die guten und auch wiederum teuren Köder. Also grundsätzlich macht man natürlich mehr Silber, wenn man sich aufs Boot stellt und dann vielleicht an den flachen Sandbänken unterwegs ist. Aber auch hier, um eben speziell diese Plattfische zu fangen, ist das immer wieder ganz gut und es gehen eben auch regelmäßig hier immer wieder Rabams, ein paar dicke Brocken rein. Und deswegen stelle ich mich hier auch immer wieder hin und hoffe eben hier mal auf eine Trophy. Das wäre doch der Oberhammer, denn die ganzen Platten hier, die fehlen mir noch. Was haben wir hier? Einen Steinbutt. Na guck, 10 Kilo drauf und das wäre doch schon richtig gut. Aber dann wäre der Drill auch entsprechend anders abgelaufen hier. Also 4 Kilo Steinbutt ist schon ganz okay. Von der Entfernung, ich bin gerade hier nur auf 35 Meter. Jetzt muss ich mich schon ein bisschen beeilen. Gucken wir mal, der geht aber ganz gut. 35 Meter weit raus war jetzt zuletzt, sonst war ich häufig auf 40 und 45 Meter weit draußen. Das scheint aber auch hier ganz gut zu funktionieren. Was ich mache, 35 Meter auswerfen den Clip und dann allerdings gleich auch nochmal den Bügel aufmachen, so dass die Köder nochmal richtig absinken können. Also richtig bis zum Grund. Wir gucken uns das gleich auch nochmal an. Die beiden sind ja jetzt schon ausgeworfen auf 35. Und dann gleich nochmal gucken, wie sich das verhält. Man sieht das auch so ein bisschen an der Schnur, dass man eben auch richtig schön auf den Grund kommt. Und dann liegen die Bleie auf dem Grund und gut ist. So. Jetzt mal eben gucken. Kriegen wir den gut rein? Ja. Ich bin mit zwei Routen hier einfach mit der Overlord unterwegs. Hier ändere ich gleich auch nochmal ein bisschen die Wengers schonen und die Overlords ein bisschen mehr beanspruchen. Also man muss hier nicht so super schwer reingehen. Allerdings, wie gerade schon gesagt, wenn hier sowas wie ein Steinbutt reingeht und die dann auch mal richtig groß werden, dann, na guck, Scholle 3,8, auch richtig gut. Alter, so, ein richtig schöner Scholleck. Zack und wieder raus. So. Ach, jetzt habe ich die Rolle nicht geändert. Egal. Also, was wir machen, einmal hier noch K drücken beim Angucken. Dann öffnet sich halt nochmal der Bügel. Nochmal ein bisschen warten und dann erst nochmal zu. Hier ist, glaube ich, schon wieder was drauf, ne? Ja. Hier war noch nicht mal zu. Hier war ja noch nicht mal zu. Ist der Hammer. Sehr gut. Also, es läuft. Wetterbedingungen und so gucken wir uns auch gleich noch an, wie das jetzt gerade ist. Dass man das so ein bisschen auch nachempfinden kann. Und Setup gucken wir uns jetzt nach dem Fisch auch mal am besten direkt an. Beziehungsweise den anderen machen wir gleich noch eben zu. Und dann gehen wir da rein. Aber es läuft. Perfekt. So soll das. Schön einer nach dem anderen. Das ist halt der Vorteil, wenn man hier mit drei Routen gleichzeitig stehen kann. Dann ist das natürlich sehr, sehr, sehr angenehm. So, komm ran hier. Schnurmäßig, wie gesagt, ne? Also man kann das auch hier mit dieser... Na komm, die nächste Scholle. Ja, 2,7er Scholle. Und direkt wieder raus. Zack, auf die 35 Meter. Hier ist schon wieder der nächste dran. Auch wieder offen gewesen vom Bügel. Das ist ja ein Ding.
Das ist natürlich nicht schlecht. Wobei der Schnurclip war ja drinnen, ne? Also jetzt hat sie gerade gebimmelt bei der mittleren. Das heißt, das Ding ist jetzt abgesunken bis in den Schnurclip rein. Und die nächste Scholle. Na guck, ich werfe mal ein bisschen weiter nach links. So. Und jetzt machen wir nochmal kurz auf. Und man sieht, dass die Schnur eben nochmal so ein bisschen locker wird. Manchmal wackelt die dann auch nochmal so ein bisschen. Und dann eben richtig schön runterlassen. Hier müsste jetzt auch gerade der Schnurclip erreicht sein. Auch hier nochmal auf. Und nochmal straffen. Zack, einmal auf und zu. Bisschen runtergehen lassen. So, das heißt, wir sind jetzt von den Ködern richtig schön auf den Grund wieder locker ausgeworfen. Also, vom Setup. Einfache Grundroute tut's dann natürlich. Also sowas wie eine Fortuna Carp sozusagen. Das wäre natürlich ein guter Einstieg. Einfach eine Karpfenroute. Ich bin jetzt hier mit 60 Kilo Schnur. So ganz dick muss man natürlich auch nicht reingehen. Hier würde auch was Leichteres reichen, denn das Vorfach ist ja auch nur bei 36 Kilo. Ja, das heißt, auch das passt noch hier. Wir könnten auch immer noch ein bisschen die Bremse mal zumachen und da richtig halt reingehen, falls da mal ein Steinwurz sich auf dem Grund festsaugt und man muss den mal vielleicht mit Bremse zu und ein bisschen rückwärts laufen, so ein bisschen überzeugen, dass er sich löst vom Grund. Dann flutscht der auch irgendwann ab und dann kann man den ganz gut reinziehen. Wie gesagt, mit der Overlord gerade unterwegs hier und 70 Gramm Blei, 4 Nuller Haken und Wattwurm. Übrigens gerade komplett auf Wattwurm, denn beim letzten Testen, da hatte ich den Seeringelwurm dabei und hatte ja eigentlich das Verhältnis andersrum hier. Plattfisch zu Schellfisch war genau andersrum beim Seeringelwurm. Also fast nur Schellfische und sehr, sehr wenige Plattfische. Jetzt hier, wie gesagt, schon ganz gute Doggerschaben dabei. Sehr schöne Schollen jetzt gerade in Folge. Also so kann das schon aussehen. So ist das schon gar nicht verkehrt für die 17 Minuten jetzt gerade. Da lübt das doch schon ganz gut. So, nochmal ein bisschen dran rumzuppeln. Manchmal macht es auch nur einen ganz kleinen Zuckler. Es macht ein ganz kurzes Gebimmel. Deswegen bin ich meistens so unterwegs und achte einfach nur noch auf diesen Text. Nach wie vor ist es so im Game, dass sobald ein Fisch gebissen hat, warum auch immer, wackelt die Schrift. Warum auch immer das so ist, was das für ein komischer Bug ist im Game, ist aber nicht schlecht, weil so sieht man, zack, an jeder oder an irgendeiner Route, das ist jetzt nicht die Route, die ich gerade angucke, sondern an irgendeiner dieser Routen ist ein Biss, ist natürlich ein schöner Hinweis. Ich meine, wenn man das Wald weiterspinnt, könnte man genauso so eine Bissanzeige auch einfach random hier unten hinmachen, ohne dass man eine Route in der Hand hat. Da ist ja jetzt mittlerweile auch einfach dieser Biss. Warum wurde das gemacht, diese Bissanzeige, wenn was dran geht? Weil halt eh alle früher immer R gespammt haben. In den Tutorials von 23, da sage ich das sogar noch. Also da wurde immer schön fleißig R gespammt, piep, piep, piep. Sobald ein Biss wirklich da war, sobald der Fisch gebissen hat, gab es halt eine Fehlermeldung. Denn dann konnte man die Einholgeschwindigkeit nicht mehr verändern. Ja, und genauso könnte man ja theoretisch auch jetzt schon eine Bissanzeige machen, sobald irgendwo ein Biss ist. Macht das Ganze aber vielleicht auch noch leichter. Guck, da haben wir jetzt was. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Haben wir da haben wir das Wackeln der Schrift. Zack, zack, immer dieser kleine Sprung. Das ist einfach. Na gut, hier sieht man es natürlich auch, ne? Aber es passiert eben auch, wenn ganz kleine Fische reingehen. Und dann sieht man manchmal den Biss eben nicht an der Rutenspitze. Da denkt man sich einfach nur die ganze Zeit, na nu, was passiert denn hier? Warum beißt nichts mehr? Und dann hängen da vielleicht drei Kaulbarsche dran an einem anderen Gewässer. Und man wundert sich. Aber es geht wieder los, das ist gut. So soll das auch sein. Und auch das andere Ding hat hier schon gezuppelt. Das ist mal ein gutes Zeichen. Wie gesagt, also meistens ist es tatsächlich nur einmal ein kurzes Bimmeln. Und dann war es das auch schon. So, direkt wieder raus hier. Nur auf die 35 Meter. Perfekt. Zumachen und hier, ja, da ist auch was dran. Na guck. Ja, so und so ähnlich geht das. Kohlemäßig, ich würde sagen, ich blende das am besten gleich ein, ne? Weil ich werde jetzt hier gleich noch ein bisschen weiter durchziehen. Ich gehe noch nicht zurück. Wir gucken uns das gleich mal an, was das vielleicht so in einer halben Stunde gebracht hat. Klische, jawohl.
Die schielende Klische, die nehmen wir auch mit. Herr Wolski, Schätzelein. Dich als Trophy würde ich auch noch nehmen. Warum nicht? Vielleicht ballert sie ja auch noch rein. Vielleicht geht auch noch was anderes als Trophy rein. Ich würde sie alle mitnehmen hier. Nochmal kurz aufmachen. Und wieder zumachen. Kurz gestrafft. Und dann weitermachen. Ja, so und so ähnlich kann man sich halt hier hinstellen. Wie gesagt, vom Ergebnis, ich bin schon ganz zufrieden. Wenn ihr Bock habt auf die Plattfische, dann einfach mal hier vom Land aus testen. Ich meine, die Stelle sollte recht bekannt sein. Einfach vom Dorf aus hinten herum laufen. Hier übrigens, da sehen wir noch das Fischerboot. Falls ihr nicht wisst, wo man die Wattwürmer bekommt, auf diesem Boot, Björns Angelshop. Da kann man die da kaufen, die Wattwürmer und die Seeringelwürmer und alles. Und dann geht man halt hier einmal außen herum an den roten Häusern vorbei und landet dann irgendwann hier. Und von hier aus sieht man es vielleicht auch nochmal ganz gut. Es ist halt hier diese Ecke, entweder diesen Stein hier merken oder einfach hier diese Kante oder halt einfach die Koordinaten. 33, 518 so in der Area. Das ist halt immer hier der Bereich, der halt auch schon seit Wochen oder seit Monaten gut funktioniert fürs Grundangeln am Meer. Und es werden halt auch regelmäßig richtig gute Brocken hier gezogen. Ne? Bis hin zu Trophys. Steinbutt-Trophy jetzt zuletzt wieder gesehen. Klische und Doggerschabe. Also die gehen einfach hier auch alle rein. Aber natürlich selten. Und deswegen viel Zeit mitbringen. Und ich werde es auch weiter versuchen hier auf die Platten. So, raus damit, weitermachen, wenn es dir geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir mega und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und YouTube gleichzeitig, immer montags, mittwochs und freitags ab 19 Uhr. Petri.